Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Nur kurzen Ründchen. Und heute zocke ich ausnahmsweise mal nicht selbst, denn wir spielen Tiny Glade und das ist ein Spiel, da kommt es sehr viel darauf an, sagen wir, neu zu erkunden. Und ich kenne es schon, ich habe es schon in Videos gesehen und deshalb habe ich einfach mal meine Freundin gefragt, ob die das vielleicht zocken will. Ihr kennt sie wahrscheinlich bereits aus Stardew Valley, aus dem Stardew Valley Let's Play, Elaf. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen. Danke, dass du unsere Demo spielst. Tiny Glade ist ein entspannendes Spiel, bei dem du verspielte Burgen, gemütliche Häuschen und romantische Ruinen baust. Alles ganz ohne Management, Krampf und Ziele. Lehn dich einfach zurück und verwandle vergessene Wiese in liebevolle Dioramen? Ja, Diorama sind diese kleinen Modelle, die richtig realistisch aussehen. So winzige Häuser. Miniatur, genau. Okay. In Tiny Glade interagieren Bauelemente miteinander. Hier ein Beispiel. Versuche einen Weg durch die Wand zu zeichnen. Sieh nach, was du alles entdecken kannst. Wir hoffen, dass du Spaß hast. Okay, ein Weg. Okay. Hier ist ein Achievement? Nein. Sagt er, also ist das nicht so bei einem Werkzeugabbruch? Mit WASD kannst du die Kamera bewegen, ne? Was du? Kannst du hier ein bisschen so schieben, das ist, glaube ich, bequemer. Ja. Okay. Okay, und kann ich mit den Schafen interagieren? Ja, süß. Weil die sehen voll niedlich aus, wenn du mal ranzoomst. Die machen da die Augen immer so niedlich zu. Na. Ja, jetzt ist er gerade weg. Geist. Ja, jetzt verdrehen. Mit Mausradklick. Was ist da? Ja, jetzt ist er im Schatten. Da ist er doch. Na! Guck ihn an! Na! Peace! Wo ist denn der dahin verschwunden, ne? Okay, wir bauen die kaputte Mauer auf. Ja, was du willst. Habe ich Ressourcen? Nee. Also kann ich einfach alles machen, was ich will? Aber am besten erkundest du es einfach selber und ich sage am besten möglichst wenig dazu. Aber ob ich Ressourcen habe oder nicht, muss ich ja wissen. Ja, du hast keine Ressourcen. Okay. Was ist das? Ich glaube, du hast es wieder abgewählt. Ja, ich habe Kappa gebraucht. Jetzt hast du es ausgewählt. Okay. Hä? Da kommen einfach so Pflanzen auf. Mhm. Wieso? Hä? Jetzt sind die weg? Wieso? Kann ich die anklicken? Mal sind sie weg, mal sind sie nicht weg. Also. Kann ich da mit so einem Hammer oder so drauf? Okay. Was ist das? Oh. Kann ich das auf der Mauer? Scheiße, jetzt sieht man gar nichts mehr, ne? Kannst, glaube ich, Steuerung Z machen. Nee, zu spät. Ich muss meine Fehler eigenständig ausbügeln. Wir machen so einen Wanderpfad. Zum Dschungel. Ja. Der unmögliche Wanderpfad. Oh. Nein, Jimmy, spring nicht. Nein. Das ist die einzige Fläche, die ich bebauen darf. Ja, weil es eine Demo ist. Das Spiel ist noch nicht fertig. Das ist leider alles, was du bisher hast. Okay. Dreist. Das ist dreist. Ja. Oh. Oh, das ist meine Lieblingsfarbe. Die finde ich richtig schön. Lehm. Du meinst die weiße? Backstein. Weil du hattest ja nur drei zur Auswahl. Ja, ich. Das war ja auch der Gag. Okay,
Ach so, hier sind die noch richtig, ne? Ja, nee, das mit dem Hoch ist blöd. Ja, ich kann nicht tiefer. Okay, kann ich das abbauen? Mhm. Also der Radierer, das kann ich dir vielleicht kurz erklären. Damit machst du Mauern und sowas weg, also alles, was gebaut ist, Wege, damit Pflanzen und damit alles. Ach so. Okay. Dann machen wir vielleicht auch erstmal die Pflanzen weg. No. Wir müssen kleine Häuser kriegen. Ich krieg ein kleines Haus hier. So. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen, nee. Okay, warte mal. Da, warte. Schnell, schnell. Da, und. Süß. Reiß. Zum Schirm. Okay. Ich glaube, du kannst auch gedrückt halten. Nee, das ist doch viel umständlicher, das ist doch viel witziger. Okay, komm her. Komm her. Da. Raus. Jetzt ist er gar nicht pisst. Aber das ist doch voll unbequem da drin. Kann man nicht reingucken? Nee. Dreist. Warum kann man nicht reingucken? Du kannst reingucken, wenn du... Und das kann ich dir vielleicht mal kurz zeigen. Klick das mal an. Und dann klicken wir auf die Mauer. Und dann mach mal nur ein kleines Stück weg. Kann ich ja gar nicht kontrollieren, wie klein. Na doch, klar. Alles, was orange ist. Aber das ist ja alles groß. Ja, dann gehst du da. So. Ach so, es ist ein Kreis. Ich glaub doch näher, ja. So. Dreist. Süß. Der Spannermodus. No! Komm, wir kriegen ein Fenster, ne? Aber die kann ja rauslaufen. Aber nicht aus dem Fenster. Nee, aber aus dem Mauerstück, was du entfernt hast. Nein, die ist doch zufrieden. Brandschutzbeauftragte, das geht in Ordnung. Wird es wärmer? Warum ist es rot? Ich glaube, weil es morgens wird. Achso. Nein. Tja, da kommt es raus. Gib ihr noch ein paar Blumen. Aber auch nicht zu viel. Kannst die Kamera drehen, ne? Nein. Weil ich glaube, dann kannst du doch deutlich besser arbeiten, wenn du von oben reinguckst. Ich finde das voll ungemütlich, so zu spielen. Finde ich halt... Das finde ich irgendwie nicht angenehm. Ja, aber dann kannst du da drin gestalten und dann machst du die Einstellung wieder zurück, oder? Nee. Oh, süß. Okay, reicht jetzt auch. Okay. Ups. Ja. Und dann, du hast Steuerung Z, ne? Du kannst jederzeit rückgängig machen. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Was ist das denn für ein Torbogen? What the fuck hält das denn? Okay. Gut. Dann machen wir hier drin schön gemütlich. Und draußen ist der Garten. Mhm. Das Ding ist nur, ich glaube, man kann nicht nachträglich ein Dach bauen, ne? Du musst direkt sowas nehmen. Du musst das bauen, ja, genau. Aber du kannst den, wie ich meine, klick den mal an, kannst gedrückt halten. Und dann? Siehst du dann. Mach einfach mal.
Das ist natürlich gerade, glaube ich, auf die Mauer. Ich bin sehr gespannt, was er daraus macht. Kannst du dich aber auf die Mauer setzen. Darauf? Baue ich dann zweite Etage? Weiß ich nicht, was er dann macht. Einschnappen, deaktivieren. Also du kannst es ja mal bauen und dann was machen wir rückgängig, wenn du es noch möchtest. Einschnappen deaktivieren? Einschnappen ist, glaube ich, dass er sich an Fixpunkte orientiert. Achso. Okay. So, da kann man ihn random bauen, hä? Ja, da kann man später wahrscheinlich bauen. Oh, da steht ja überall Demo. Demo. Geht nicht, ne? Ja, ich glaube, du kannst auf Mauern einfach nicht bauen. Gut, das heißt, das muss ab. Du kannst du jederzeit neu bauen. Vielleicht machst du auch den Weg weg. Erstmal, kannst du danach wegziehen. Aber ich halte einfach meine Klappe. Du machst das schon. Aber ich werde dir die ganze Zeit sagen, was du am besten machen würdest. Ja, der musste tatsächlich weg. Und so die Blumen aber auch. Die gehen alle noch auf den Weg. Erstmal. So, dann bauen wir ein Haus. Eher länglich. Wie kann ich das drehen? Ich glaube auch mit geklickt halten. Nee, das ist rückgängig und vorwärts. Jetzt hast du die Blumen wieder hingemacht. Vorwärts, genau. Okay. Was mit? Immer noch da, keine Ahnung. Ah, so. Das ist ein bisschen kompliziert. Okay. So, so dran. Gut. Mhm. Okay. Oh, das ist ja süß. Das ist schon süß, ne? Das ist sowieso. Na! No! Ach, süß. Was ist das? Kannst du vergrößern. Okay. Okay. Dann bauen wir. Wie meintest du nochmal? Was denn? Da, also wie das da? Achso, dann ist aber das Dach weg. Hä? Aber ich muss doch irgendwie drinnen bauen können. Drinnen kannst du nicht bauen. Du kannst. Das ist sozusagen jetzt ein Gebäude, aber du kannst das Gebäude natürlich gestalten. Ich kann nur das äußere Gebäude gestalten? Ja. Aber nicht. Du kannst nicht innen drinnen bauen, nein. Das ist ja ein Diorama, das man nur von außen sieht, sozusagen. Aber du hast hier auf jeden Fall noch einige Optionen, um das Gebäude zu bearbeiten. Zum Beispiel da, okay. Süß. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Auf dem Dach. geht nicht. Das ist die Maximalbreite. Scheinbar. Das muss auf der gleichen Ebene. Ganz viel natürlichem Licht. Dreist! Fenster trennen? Left Control. Oh, süß! Ach, du musst einfach draufklicken, dann kommt da Blumendinger. Das ist ja geil. Das ist ja süß, ne? Ich wollte eigentlich Licht reinmachen. Ja, das kannst du, glaube ich, auf dem Dach nicht. Warum nicht? Ich glaube, wenn es Nacht wird, gehen die Lampen automatisch innen drin an. Ich weiß es noch nicht genau, aber das mit den Laternen ist. Vor allem hast du eine genau deinen Weg gestellt. Ich mach die gleich weg, das ist ja blöd, ne? Thank you.
Oh, ein Monster. Nein, komm, wir lassen den erstmal raus. Das ist ja richtig gemein, ne? Gemein auch. Dreist ist das. Stimmt. Ach so, die unterschiedliche Breite. Hm. Okay, dann machen wir den ein bisschen breiter. Und wie machst du wohl eine Tür? Ja, aber dann geht das doch, meinst du, das Dach weg? Das Dach geht weg, wenn du das wegradierst. Ach so. Ach, Gott, das ist ja eine niedliche Tür. Kann ich nicht eine größere Tür bauen? Ja. Und noch größer? Weiß ich nicht, wie groß das geht, aber ich glaube ja. Oh, jetzt hast du es doch nach innen geöffnet. Das ist ja geil. Okay, ich habe nichts gesagt. Du kannst es doch nach innen aufmachen. Und dann ist man drin. Ja. Aber du kannst halt nichts innen drin bauen, ne? Du kannst halt keine... Ja, nächstes Mal machen wir die Sims. Die habe ich auf meinem PC. Nur kann der nicht aufnehmen und spielen. Bring die Zuschauer nicht auf Gedanken. Sims! Okay. Das finde ich jetzt doof. Das war schon vorher süß. Okay, jetzt machen wir mal ein paar Lichter drumherum. Ach, da kann man andere Fenster später und Flaggen. Ja, scheinbar. Ich weiß nicht genau, was das für ein Fenster ist. Es ist wahrscheinlich so ein Kirchenfenster. Heißen die nicht Baldachin? Heißen die nicht Baldachin? Ach so, meinst du sowas? Oder ein Baldachin ist halt, weiß ich nicht, ist ein Baldachin nicht eine Überdachung? Ich weiß nicht, was ist denn ein Baldachin? Ich glaube eine Überdachung, aber ich glaube, das, was du meinst, ist Erkerfenster, dass es so rausragt, ne? Ich glaube, das wäre schön. Ja, ich glaube, aber das ist so ein Kirchenfenster mit. Ach so. Mit verschiedenen Dingen dran. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir, wenn das Spiel da ist. I see. Oh! Warte mal. Das ist wie bei, wo war das? Chihiros Reise ins Zauberland, ne? Wo die eine Laterne, die da auch so war, die dann zu Baba Yagas Schwester gebracht hat. Das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Die Laterne, an die Laterne erinnere ich mich nicht. Das müssen wir nochmal gucken. Okay. Wie haben wir nochmal Sachen gedreht? Weißt du das? Mit der Kamera drehen. Aber ich glaube, du kannst auch geklickt halten und dann drehen. Okay. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Probier aus. Nee. Nee. Dann musst du, glaube ich, die Kamera drehen. Das heißt... Rechtsklick. Okay. Oh, scheiße. Gut. Das ist... Reicht so oder... Ja, also ist doch auf jeden Fall beleuchtet, oder? Oder auf beiden Seiten. Achso, das geht natürlich auch. Du kannst es ja mal bauen und wenn es dir nicht gefällt, reißt du es wieder ab. Ich kann einfach. Guck mal an oben. Ja, so ist doch besser. Nee. Das ist ja viel zu leicht, Raul, das geht nicht. Okay. Süß. Süß, ne? Bisschen overlaut, aber irgendwie cute. Wir bauen einen Zaun drumherum. Kann man die Höhe einstellen von der Mauer? Ja. Wie denn? Du baust die erstmal und ziehst sie dann durch. Oh Mann. Vielleicht hätten wir das doch nach dem Essen machen sollen. Hey, also ich habe schon gegessen. Ich dachte, du hättest auch schon gegessen. Habe ich ja. Ach so, und immer noch. Ich meine, wir hätten das vor dem Essen machen sollen. Ach so. Das ist wichtig, dass Verdauen nebenbei. Warum wird es immer so übelst rot?
glaube, damit das Licht besser reinfällt. Du kannst doch die Uhrzeiten ausstellen, dass er das wechselt. Und dann kannst du selber sagen, wie spät es sein soll, ne? Okay, ja, nee, das muss nicht sein. Das soll so eine Mauer sein, kennst du diese Mauern, die eigentlich gar keinen Sinn haben, weil sie gar keinen wirklichen Schutz bieten, aber die sehen einfach wahnsinnig niedlich aus? Ja. Sowas. Und wie mache ich die jetzt niedriger? Man muss sie irgendwie auswählen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich glaube, wenn du auf die Kante klickst. Ja. Aha. Oh, süß. Das ist echt niedlich. So, auf der Seite ist sie noch ein bisschen stabiler und auf der ist sie schon komplett weg. Jetzt warten wir, bis Efeu sich gebildet hat. Huch, oh, da. Man kann aber krass reinzoomen. Ja, ist auch cool, wenn du aus dem Wald rausguckst. Ja. Dann hast du so eine Umrandung, das habe ich in einem anderen Video gesehen. Da so. Ah, oh, schön. Das ist wirklich schön. Cute! No! Meinst du, wir gehen dem irgendwann auf den Sack? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht ist es wie bei Warcraft 3 und das explodiert irgendwann, wenn du ganz oft draufklickst. Das wäre schrecklich. So passt auch so gar nicht zum Stil des Spiels. Ja. So eine sudden... Was soll denn das? So ein plötzliches... Oh nein, kommt das nicht mehr rein? Sollen wir kleine Wege bauen, damit ihr reinkommt? Ich dachte, der kommt schon rein. Und du musst ziehen. Ja. Ja. Das ist extra so nur für die Schafe. Wow. Wow. Das hat doch gar keine Fenster im Haus, ne? Außer oben. Das stimmt. Im Erdgeschoss ist düster. Das soll auch düster bleiben. Achso. Ja, so. Oh, süß, wird die Lavendel auch. Ja, ne? Ich finde, aber es kann halt voll schnell zu viel werden, ne? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, an Blumen ist, glaube ich, erstmal genug. Ja, das glaube ich auch. Jetzt bin ich gespannt, wie ein Fenster aussieht, wenn man es daran macht. Kommt da so ein rundes? Nee, komm schon. Oh, ein ganz normales. Na! Süß. Da ist ein Erker. Erker? Ja. Erkan und Stefan. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Ja, das war nicht schlecht. Es tut mir leid. Sie haben einfach Kleidung aufgehangen. Okay, was gibt's noch? Was ist das? Jetzt haben wir beides. Ja, das ist auch ganz süß, ne? Ja. Heute ist Wäschetag, da waren die Bettwäsche dran. Ja. Gibt wohl auch, glaube ich, einen Weg, habe ich in einem Video gesehen, wie man eine Wäscheleine ziehen kann. Oha, okay. Aber da weiß ich nicht, wie das bei dir möglich sein soll. Zieht halt von Fenster zu Fenster. So, also, man könnte es quasi von hier bis dahin. Ja, oder du machst hier ist so eine Wand und hier gegenüber eine Wand und dann machst also du da ein Fenster und dann zieht er dann eine Wäscheleine drüber. Okay. Eins von hier nach da wäre cool. Das wäre natürlich nice. Wenn hier was geht. Das muss so ein bisschen... Weißt du, das muss so platziert sein, dass du halt, wenn du so ein Schisser bist und halt nicht immer gleich an die Tür gehst, weil da ist auch kein Türspion dran, sodass du halt unauffällig gucken kannst. Niemand sieht dich, wenn die Person an der Tür klopft. Und du hast trotzdem jedes Mal so richtig nerviges Licht, sodass du nicht richtig schlafen kannst. Sehr gut. Ja, nicht richtig schlafen können ist richtig ist Lebensqualität. Ja, das stimmt. Lebensqualität. So, vor allem so oben hast du doch ganz viel Platz, warum muss denn das Schlafzimmer unten sein? Ja, damit du nicht schlafen kannst. Ja, ah, I see. Das ist natürlich
Ach, kann man auch... Nee, kann man nicht, oder? Was denn? Wenn ich da jetzt so drüber noch Fenster gemacht hätte, ob die sich miteinander verbinden und so ein ganz langes wird. Nee, ich glaube nicht. Theoretisch vielleicht? Ja, probier aus. Aber ich glaube, du kannst sie nur nebeneinander fusionieren. Einfach... Das andere verdeckt. Das ist ja so ein richtig nutzloser Vorhang. So. Den du nur von außen bedienen kannst. Ja, nee, das ist ja blöd. Nee, mach das weg. Okay. wie mache ich jetzt das Fenster weg? Ich glaube, wenn du auf den Hammer klickst und das Fenster direkt auswählst. Okay. Ja. Gut, das ist aber auch was weg, weil das ist gar nicht auf der Höhe. Sowohl die Höhe. Nee, das ist gar nicht auf der Höhe. Was ist das braune? Ich glaube, eine Mistgabel, die spawnt, glaube ich. So einfach so übelst random. Ja, spawnen manchmal Items, so wie dieser Blumentopf und so. Je mehr du baust, desto mehr baut er dazu. Ich verstehe. Ja, ne? Was ist das? Du kannst Fotos machen. Und ich glaube, dann sieht es auch richtig realistisch wie ein Diorama aus. Dann versuchen sie sozusagen, als ob das Modell wäre. Modellbau. Na! Ja, das meine ich. Das Fenster im Visier. Oh, ist das scheiße. Ach so, du wählst den Fokus aus. Klick nochmal dahin. Dann fokussierst du es. Aha. Und was heißt das? Keine Ahnung. Zoom, zoom, zoom. Ach, süß. Selfie Stick. Hä, was war das? Was soll das sein? Keine Ahnung. Ich verstehe die Symbolik nicht. Ich glaube, das ist First Person, als ob du läufst. Das ist Flugkamera. Und das ist, weiß ich nicht genau. Klick das mal an. Na, da kommen wir ja wieder zurück. Was ja gar keinen Sinn macht. Keine Ahnung, was das soll. Und was ist da? Ja, und das ist, als ob du First Person wärst. I see. Was ist das? Die Helligkeit. Das ist die Blende. Nee, Schärfe. Ja? Eigentlich ist das absurd, stimmt. Weil das ist die Blende, das ist nicht die Linse, aber... Stimmt, damit stellst du ein, wie viel Licht reinkommt, ne? Ja. Okay, und was ist das? Mal klar. Wow! Wow, wow, wow. Achso, dass du mehr in den Fokus ziehst. Jetzt ist das auch scharf. Süß, da leuchten jetzt. Ja. Da wohnt jemand. Na. Aber ich habe gar keinen Mietvertrag unterschrieben. So, okay, reicht jetzt auch. Okay. Stimmt, ich glaube, du kannst eine Wäscheleine von Fenster zu Mauer ziehen. Das könnte klappen. Ich glaube, dafür müsste das ein bisschen höher sein. Von dem Fenster dahin. Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das geht. Wie denn? Fenster. Und dann hier einfach hin. Ja, aber ich glaube, das muss sein. Nee, mach mal rückgängig. Ah, siehst du? Siehst du? Da ist das mit der Wäscheleine. Tatsächlich. Also geht's natürlich auch. Aber schade, man sieht halt nichts, ne? Ja. Ja, dann machst du woanders hin. Dann... Zweimal rückgängig, ne? Weil du hast ja jetzt auch ein Fenster eingemacht. Mhm. Okay, weißt du, wo wir das machen? Hier oben. Das ist die Frage, ob das auch irgendwie hinkommt. Ja, das kommt hin. Warte, I'll show you. So, wir müssen nämlich... das Fenster so ausgewählt lassen, wo es eine Wäscheleine hat.
Und dann? Ich glaube, das ist random. Nee, das war nicht random. Das funktioniert. Süß! Hä? Ich glaube, der will ausbrechen. Ah, da war's. Jetzt. Da war's. Ja. Ah, süß. Richtig niedlich, ne? So Monster drauf. Ja. Noch. So Pac-Man. Warte mal, wir müssen dem armen Ding aber auch ein bisschen Platz lassen, um rauszukommen. Ich finde noch ein kleiner Brunnen. Kannst du einen Brunnen bauen? Das wäre natürlich schön. Warte mal, erst einmal machen wir. Achso, ich kann die Blumen nicht wegmachen. Doch. Klar. Guck mal von oben. Und dann wähl mal das Blumentool aus. Ach so. Ach schade, so ein bisschen Blumen ist aber schön. Okay, und ich glaube, da kommt er aber nicht raus. Da war doch schon draußen. Ich glaube, er ist wieder reingegangen. Nee, der musste doch so wie Mrs. Poppin so. Mit einem Regenschirm reinfliegen. Ach so. Süß, komm her. Ja, komm mal. Die Augen, ja, noch. Fein. Okay, wie mache ich eine Mauer weg? Ja. Scheiße, das ist viel zu viel. Na gut, das ist scheiße, aber egal. Na, dann zieh die Mauer wieder hin. Du kannst ein Mauertool auswählen und sie weiterbauen. Touché. Der fühlt sich da irgendwie ganz wohl, ne? Ja, glaube ich auch. Ah, du kannst ja auch an die Mauer ranbauen. Was machst du da? Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt hast du ein Chaos angerichtet. Yeah. Naja, aber sieht man nicht. Immerhin. ASMR. Ja, ich glaube, es gibt noch den Turm, ne? Touché. Jetzt ist die Frage, wohin damit? Hm. Hier könnte ein Brunnen hin und hier der Turm. Ein kleiner. Du meinst einen Brunnen, in dem ich so rein... Ja, oh sorry. ich hätte ansonsten gedacht... Ja? Machen einen Turm und dann den kleinsten Turm, den es gibt. Ja. Und dann? Machst du die Mauer weg. Und dann, ach so, so einen ausgetrockneten Brunnen. Ja, aber du musst schon den Turm auswählen. Du hast jetzt Mauer ausgewählt. Ich habe ein wenig Geduld mit mir. Ich bin da noch nicht gegangen. Okay. So. So? Ja, ach, und jetzt Scheiße. Klicken. Geklickt halten. Okay. Und das Kleinste, was es gibt, ich weiß ja nicht, wie das klein ist es geht. Kleinste. Ja. Ja, gut. Mhm. Und jetzt so niedrig, wie es geht? Das ist ja sehr niedrig. Großartig. Okay. Okay. Theoretisch geht ja das Dach weg, wenn ich was reinbaue. Genau, ja. Achso, nicht wenn du es reinbaust, wenn du es abreißt. Wenn du es reinbaust, macht der Tore. Meintest du? Abreißen? Komplett? Nee, nur ein Stück, natürlich. Das ist ja alles weg. So wie hier, da hast du ja auch nur ein Stück rausgerissen. Und dann ist es da. Da habe ich das genommen, ne? Ja. Ja, das macht schon. Jetzt kannst du, glaube ich, den einfach kleiner ziehen. Ein Stück vielleicht. Ja, so hoch, keine Ahnung. Ja, okay, wie ein Brunnen. Hoch. Wie ein Brunnen sieht das jetzt aber auch nicht aus, weil da ist ja Gras drin, ne? Ja. So könnte es so eine kaputte Feuerstelle sein. Stimmt. Ein bisschen Asche holen. Ja, sowas gibt es leider nicht. Aber wie sieht's aus, wenn du da Pflanzen reinmachst? Da wahrscheinlich nicht so gut, ne? Ich glaube auch. Geht gar nicht. Na gut. Na so. Wunderschön.
Ja gut, nee, dann funktioniert das, glaube ich, nicht, was ich mir gedacht habe. Aber es hat trotzdem irgendwie was, ne? Ja. Stimmt, du kannst die Steinfarbe noch ändern. Vielleicht kann man damit noch irgendwie was tricksen. Aber ich glaube, die sieht man gar nicht, ne? Hey, ich wollte das Haus doch in der Farbe haben. Der. Ja. Oh, ich liebe gelbe Häuser. Oh, das sieht doch direkt schon wieder ganz anders aus, ne? Ja. Du war ganz so trist oder sonst was. Und ja. So. Ja, vor allem Gelb und Violett sind halt Komplementärfarben, ne? Ist so? Ja. Ah, stell dir vor, du kommst so von der Arbeit oder so. Oder ist von einem langen Tag irgendwo was unterwegs und dann kommst du so rein. Ja, das ist schon geil. So. Und dann sind die so schon leicht an, aber so ganz, ganz schwach. Ja. Es riecht aber auch so richtig schön so nach Blumen und nach Essen. Stimmt. Irgendjemand macht Essen. Das Fenster ist auf und es riecht nach Essen. Ja. Ne? Und dann kommst du ein bisschen näher und dann riechst du aber auch nach frischer Wäsche. Ja, stimmt. Na. Einfach so richtig nach zu Hause. Ja, so maximal. Das stimmt. Ich find's schön. Ich find's richtig schön. Hm. Die Frage ist, was haben wir noch nicht gemacht? Ja, ein Turm theoretisch. Also wir haben jetzt zwar den Brunnen, aber ja. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles getestet, ne? Stimmt, Felsen haben wir nicht gemacht. Da kannst du die Höhe, glaube ich, auch selber variieren, ne? Hattest du vorhin schon gemacht. Das ist schon echt geil. Kommt so eine Treppe, ne? Das sieht ja geil aus. Hä, voll cool. Also, dass du den Turm unten weiterbaut, weißt du? So trichterförmig. Das stimmt. Das stimmt. Die Frage ist, was macht das Gestein mit dem hinteren Rand des Hauses? Und das ist das Ganze aus, erhöht. Ist echt? Ja. Ja, Tatsache. Echt? Ja, wirklich? Nee, Quatsch, lauer nicht. Was? Echt? Noch dreimal so groß das Haus auf einmal. Hä? Okay. Und, so haben wir ein mehrstöckiges Haus gebaut. Mhm. Wie findest du, sieht's aus? Irgendwie nicht so. Ja, schon cute. Jetzt ist es aber auf einmal ganz schön hoch. Jetzt sieht's aus, als ob da eine richtige Großfamilie drin wohnen kann. Aber es sieht auch sehr dunkel aus, weil hier unten sind nicht durch ein Fenster. Stimmt. Aber cute. Ja, du könntest zum Beispiel noch mit der Uhrzeit rumfriemeln. Ja, ich will noch ein bisschen mit den Fenstern rumfriemeln. Ja, süß. Das ist sehr krass, dass man auch sehr, also es ist halt sehr schwierig, dadurch etwas auf gleicher Höhe zu machen, ne? Ja, du hast ja hier eine Hilfslinie, oder? Das stimmt. Ach, ich kann sie da bewegen. Ja, na klar. Das wusste ich nicht. Ach, guck mal, so ändert es sich. Ja, stimmt. Es ändert sich. Guck mal, das hab ich gebracht. Was ist das, meine Kaka? Hä? Hm? Siehst du das? Das ist so ein Erker. Ein Erker und ein Stefan-Fenster. Ja, wenn du drei machst, wird das ein Erkerfenster. Nicht automatisch. Doch. Da siehst du. Dazu. Dann will ich das nicht. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. So. Nee, das soll schon da nicht verbunden bleiben. Na gut. Kann man auf beiden Seiten Verbindung machen? Nee. Süß. Ja. Wäschetag. Übelst viel Wäsche, ja? Ja. Übelst viel Wäsche bei uns. Das wäre bei uns so eine Wäscheladung vielleicht bis. Stimmt. Nicht mal. Eigentlich ist das
Na schön, das sind ja eigentlich nur 10 Stücke. Ja. 10 Stückele. Das sieht kacke aus. Mir gefällt das nicht. Jetzt, ich finde, das ganze Haus hat auf einmal so einen übelsten Gruselfaktor dazu bekommen. Gruselfaktor? Ja, ich kann es noch nicht richtig beschreiben, aber ich finde, es hat was Gruseliges. Davor war es so klein, oh, wie süß und so, ne? Die kleinen Fenster. Also ich finde, das macht es ganz schön ungruselig, das Schäfchen. Das Schäfchen davor, ne? Ja, süß. Ist es eigentlich das Gleiche, oder? Ja, es ist immer das Gleiche. Na, ich meine, ist es unser Schaf? Ach so. Nee. Süß, er kommt da nicht mehr raus. Da kommt er. Ist das süß mit dem Schirm. Rein mit dir. Hä, voll festgebackt. Ja, dann sind wir rein. Fest geglitscht. Geh rein. Geh rein. Ich glaube nicht, dass du den, also dass du den kontrollieren kannst. Oh, Glühwürmchen. Ja. Und geht wieder rein. Ja. Nice. Ich muss einfach nur mal strenger werden. Ja. Und jetzt schnell ein Dach drauf. Ich will auch mal rausgucken. Da ist was gespawnt. Was ist das? Feuerholz. Süß. Ja. Ist ein bisschen aus wie bei Kika, ne? Wenn so ganz viele Fenster und dann sagt so irgendjemand so ab 7 Uhr, glaube ich, ne? Ist das, wenn die Kinder schlafen gehen sollen, dann sagen sie gute Nacht, bla bla bla, und dann gehen so einzelne Lichter aus. Ach so. Ja, so wie da. Ja, genau. Siehst du, ich habe auch von vorne gute Nacht gesagt. Ach süß. Das ist schon süß. Aber ich glaube... Ist aber jetzt ganz schön hoch, ne? Ja, ich mag's nicht so gern hoch. Ja, dann mach's wieder runter. Okay. Nee, du kannst es einfach runterziehen. Du musst die Fels gar nicht entfernen. Glaube ich. Doch, ich glaube schon. Also du kannst einfach auf die Kante gehen. Nee. Nee, das ist verschieben nach vorne und hinten. Auf die Kante, das ist hoch. Ich weiß jetzt nicht, was vorne mit den Fenstern passiert ist. Die sind jetzt weg, oder wie? Ja. Wir haben voll viel Arbeit reingesteckt. Was soll denn das? Ja, dann mach rückgängig. Nee. Nee, jetzt müssen wir uns mit dem Schicksal abfinden und alles nochmal von vorne machen. So, also hier waren Fenster. Ich glaube, die Distanz achten, aber keine Ahnung. Nee, die sollen schon ebenerdig sein. Übelst viele Laternen. Wir haben eine Energiekrise, Ila. Stimmt. Auch egal, das sind die mit Photovoltaik laufen, die man sich einfach in den Garten stellt. Stimmt, das oder wir fangen nachts immer die Glühwürmchen ein. Übelst aufwendig. Nein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich find's schön. Ja, schon. Super cute. Voll. Das ist mir immer noch zu hoch, aber hey. Dann mach weiter runter. Geht nicht. Und dann musst du wahrscheinlich jetzt den Felsen entfernen, ja. Ich frage mich, ob das für Menschen, die nur zuschauen, ob denen dann so schlecht wird dabei. Das glaube ich nicht. Obwohl doch, ich glaube, manche Leute haben dafür, sind dafür doch so anfällig, oder? Ja, ne? Ich würde bei sowas auch immer sehr schnell schlecht. Ja, süß. Oh, süß! Was ist denn jetzt los? Das ist einfach nur ein Dach. Oh, scheiße. Ah, dann haben wir unsere Fenster wieder. So.
Ich bin zufrieden. Das könnte vielleicht noch ein bisschen niedriger, aber ansonsten... Anders? Findest du gut so? Ja. Ja. Doch. Ja, top. Ja, sehr gut. Wenn du mich so fragst, vielleicht sollte hier noch ein paar übertriebene Fenster hin. Oder... Nee, oder hier kommt ein Weg rein, wo man einfach so ins Haus reinlaufen kann. Einfach richtig random. Oder so ein Keller. Da gibt's den Weinkeller. Oh, I love it. Aber ist geheim. Über Wuchrad. Da war schon Ewigkeiten keiner mehr. Nachdem der Bewohner trocken ist, gibt's keinen Wein mehr. Oh shit. So, das ist das Einzige, was die Person davon abhält, reinzugehen, ja. Sind die Gebüsche. Oh, ich hätte Bock auf einen Wein, aber die Gebüsche. Ja, ja, dann halt nicht. Ja. So eine Machete auspacken. Und dann will er sie so zerstören und denkt sich so, oh nee, die sind so hübsch. Das kann ich nicht übersetzen. Guck das Schaf ihn so an, mit so Knopf auf. Na gut, okay, ich lass sie da. Nicht schon wieder, Papa. Oh shit. Shit. Ja, aber ist ja, schick. Ich find's schön. Das ist ein bisschen schräg, das weiß ich. Ja, dann macht er sie wieder weg, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Zack, es ist schön geworden. Nee, ich bin zufrieden. Was sagst du? Ja, schick, schick. Ja? Ja. Ja, also ich weiß nicht, das letzte Ende des Spiels ist ja, ne, ist ja sowieso free. Ich weiß gar nicht, wie diese Art Spiele heißen. Aber ich kannte es halt schon und ich glaube, bei diesem Spiel ist es sehr wichtig, dass man so diesen Erkundungs... Faktor hat. Dieses, oh, was ist das? Oh, was kann man denn hier machen? Und so. Das und das war ja bei mir schon verloren, weil ich habe schon Videos darüber gesehen. Deswegen dachte ich mir, ich schnapp dich. Ach so. Du hast, bevor du es selbst gespielt hast, schon Videos darüber gesehen? Ich habe es nicht selber gespielt, sondern ich habe nur Videos darüber gesehen, ja. Und deswegen dachte ich mir, dann lasse ich dich mal ran, weil du kennst das Spiel noch nicht. Und wie war das für dich? Also hattest du das Gefühl gehabt, so, dass du dachtest, hey, warum probiert sie nicht das und das aus, was du voll gerne probiert hast? Nö, weil ich habe mir schon gedacht, dass du mit Sicherheit ganz andere Sachen machen wirst als ich. Ich glaube, jeder spielt dieses Spiel auf völlig andere Art. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall cute geworden. Oh, Stray Dolly. Ja, das stimmt. Ich find's auch ganz niedlich. Da. Ja. Das sind übrigens Teiche. Oh, geil. Und Bäume kommen auch noch dazu. Stimmt. Hm. Aber nicht so viel, ne? Da ist ja... Okay, Zaun kommt noch dazu. Mhm. Ja. Was jetzt nicht viel mehr... Dieses Schaf, Alter. Ja, süß. The fuck? Ja, wie stumpf es so nach vorne guckt auch. Ja. Das ist apathisch. Das ist, als ob so eine ganz normale Tätigkeit wäre. Ja. Da kommt nichts hinzu. Ja, da kommen ein paar Fenster hinzu. Da sehe ich Flagge und was auch immer. Ja, da ist ja das Schloss davon. Ja. Da kommen eine Menge Sachen dazu. Ein paar Farben, ja, das stimmt. Also da gibt es ja bisher nur 3 zur Auswahl. Das stimmt. Oh, da ist ja noch einer. Aber oh. Das ändert ja nicht so viel. Da ist viel, ja noch, ne? Was. Ja, ja. Was ist das, das sieht denn auch nicht schön aus. Wir können ja mal hier drauf gehen. Nee, das gibt's nicht. Achso. Aber das war noch zur Auswahl. Alles andere geht, ne? Achso, das kannst du auch gar nicht auswählen. Weil das ist immer noch ausgewählt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch schießen? Warum sieht das dann so aus? Gute Question. Da ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es danach nach unten geht, aber... Ja, ich glaube, das wird schon recht planar sein. Ich glaube, wenn es nach unten geht, ist es dann Wasser. Aber keine Ahnung. Stimmt, könnte auch sein. Aber ich glaube, für Wasser ist speziell nur das da gedacht. Genau, das meine ich. Und das dann sozusagen überall, wo es nach unten geht... Also wenn du noch weiter nach unten gehen willst, musst du das nehmen. Aber ansonsten ist das hier sozusagen die unterste Ebene. Ja. Wie hoch kannst du eigentlich einen Stein bauen? Klick mal einfach irgendwo hin. Es tut ein bisschen weh, das kaputt zu machen. Ja, aber... du drückst einfach Steuerung Z. Ja. Und dann klick mal an und zieh mal so hoch, wie es geht. Höher geht nicht? Nee. Das sieht ja geil aus mit der Treppe. Mal sehen, ob das Schaf die Treppe benutzt, ne? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, das dauert auch ewig, bis er da endlich lang geht, wo wir wollen. Das stimmt. Aber du kannst du noch Bewegung machen, wenn du wieder heil ist. Warte. Ja? Ja? Nee. Okay. Ich hatte in die Zeit, dass es nicht geht. Das
Das stimmt wohl. Oh, süß. Schnell einen Fallschirm auspacken. Ja, zum Glück habe ich einen Schirm eingepackt. Es regnet zwar nicht, aber ich falle aus großer Höhe. Hey, zurück auf dem Dach. Davor. Oh, ich fliege hier einfach rüber. Tschüss. So ganz normales Schafverhalten. Ja. Weil wenn er einen Regenschirm hat, dass er dann damit den als Fallschirm benutzt, okay. Aber wie kommt er denn damit nach oben? Tja. Pusten, wahrscheinlich von unten gegen pusten. Gute Frage. Oh shit, Alter. Ach, süß. Das ist schon sehr süß, ja, das stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, es kommt halt nicht so viel hinzu, ne? Das, die Fläche ist es, ja, die auf jeden Fall noch viel verändern wird. Ja, die Fläche und dann noch die anderen Gadgets und ich glaube in Kombination. Ich habe auch jemanden gesehen, der hat eine Kirche nachgebaut. Okay. Also es geht wohl. Auf jeden Fall vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht.